haben nicht auf die gehört, die uns alles ausreden wollten. Uns hat's gelangt, jeden Tag das Gleiche zum Tor. Bevor es uns wieder irgendwann ausreden kann, haben unsere Lederhosen angezogen, sind wir unsere Mopeds einfach abgehört. Hat schon recht. Scheiße, nix. Dann feiert euch nix. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Hallo Erik, schönen guten Abend. Ja. Hi, hi, hi. Hi. So, liebe Hörer, wir haben Filme mitgebracht für euch. Die erzählen wir jetzt alle nach. Ja, wir fangen an mit Schindlers Liste. Nee, wir werden euch, genau, die 10 Gebote. Lawrence von Arabien. Da gibt's das kennst du, ne? Die Mel Brooks, die, scheiße, wie hieß er? Die unendliche Reise oder die unfassbare Reise durch die Menschheit. Oder ja, die Geschichte. Genau, ich weiß, was du meinst, ja. Wo er da steht, ich bringe euch die 15 Gebote. Dann fliegt die eine Tafel runter, bam, die 10 Gebote Gottes. Aber war das nicht auch El Bundy? Ist nicht El Bundy auch mal irgendwas mit Gebote? Der hatte da auch mal irgendwas mit Geboten. Ja, aber das waren die No-Mam-Gebote. Ah, da kam er doch dann auch mit solchen Steintafeln an. Ja, ja, das war aber von seiner No-Mam. Synchronschwimmen ist kein Sport. Ja, es ist falsch, Franzose zu sein. Genau. Ja, ach, El Bundy, das war schon lustig damals. Ja, war cool, ja. Es war damals auch irgendwie so, wo man dachte, oh, der traut sich aber was, ne? Wenn du es heute guckst. Ey, okay. Da ist jeder YouTuber krasser drauf. Wenn du es heute guckst, denkst du dir, was macht der von Modern Family da? Ah ja, aber gut, wir reden erstmal über den Sneak Preview-Film der vergangenen Woche aus den Innenstadtkinos in Stuttgart. Klasse. Und es war ein Film, der nicht getippt worden war. Ich kann es nicht nachmachen, ich versuche es gar nicht erst. Es lief der Film Ausgerissen in der Lederhosen nach Las Vegas. Und was jetzt wahrscheinlich zu einem Ausschaltimpuls bei vielen führt, wir denken, um Gottes Willen, was ist denn da? Bleibt mal dran, hört euch mal an, was wir da dazu zu sagen haben und springt nicht gleich ins nächste Kapitel, weil er denkt, okay, das war jetzt hier irgend so ein dubioses bayerisches Mundart-Ding, was wir da hatten. So fängt der Film auch tatsächlich an. Es beginnt in so einer, in so richtig urig-bayerischen Bierstube, ich würde es mal so nennen. Eine Kneipe oder so, heißt das auch so? Weiß nicht. Wirtschaft. Ja, vom Gefühl her war es zum glücklichen Wurstsalat. Also. Wirtschaft, genau. Und in dieser Kneipe nenne ich es halt einfach mal, weil ich den Begriff eigentlich kenne. In dieser Kneipe sitzen halt so ein paar ältere Herren, die wahrscheinlich da jeden Tag einkehren. Wir wissen jetzt nicht so genau, wo wir uns befinden, aber ich tippe mal auf irgendeine niederbayerische Kleinstadt oder Dörfchen, ja. Und ja, da sind zwei junge Leute, die versuchen, einen Filmprojektor in Gang zu kriegen. Und ich habe ja, vielleicht habe ich schon mal erwähnt, ich habe eine Filmvorführerlizenz. Ich habe da durchaus schon Fehler gesehen bei der Bedienung des Apparates, was die da gemacht haben. Und tatsächlich, es funktioniert auch dann nicht so richtig, sodass sie da irgendwie ein bisschen in eine Bredouille geraten mit dieser Vorführmaschine. Und man sieht irgendwie so einen kurzen Ausschnitt. Also sie wollen offensichtlich eine Reisedoku zeigen, was sie so erlebt haben. Und sie begeben sich dann in den Waschraum des Etablissements und treffen dort die Putzfrau und sind irgendwie total niedergeschlagen, weil alles nicht richtig funktioniert. Und die Leute dort in der Wirtsstube, die interessiert das irgendwie gefühlt sowieso nicht, was die da zeigen wollen. Da läuft halt nur was im Hintergrund, während sie da ihr Bierchen trinken und so. Und jedenfalls, sie sind da nieder und schütten dann so ihr Herz aus. Das Mikrofon läuft aber noch mit und wird nach oben in den Saal übertragen, während sie weil sie sagt dann so, na, erzähl doch mal, wie fing denn das so an und was habt ihr denn gemacht? Und dann fangen sie halt an mit erzählen, dass sie irgendwie damals hatten sie den Gedanken, dass sie mit ihren Mopeds nach Las Vegas wollten, von dieser bayerischen Kleinstadt aus. Sie hatten halt diesen Traum, da diese Route 66 zu fahren und dann nach Las Vegas zu fahren. Und den Traum setzen sie dann halt um. Klingt ein bisschen nach diesem Film 25 km/h, den wir hatten. Allerdings hier ist es eher eine Doku, die aber ganz geschickt in so ein Narrativ reinverpackt wurde, wie ich finde.
Weil die beiden Jungs, die erzählen ja dann auch, was sie so erlebt haben und was sie so für Rückschläge hatten und was sie so für interessante Begegnungen hatten. Und diese interessanten Begegnungen, die sie hatten, die sind dann wiederum sehr dokumentarisch gefilmt, weil da bleibt dann die Kamera dann so drauf, wenn sie irgendwelche, ja, mitten im Nirgendwo, wenn sie plötzlich gestoppt werden, so von irgendjemandem mit einer Knarre da in Amerika. Und zuerst begeben sie sich ja noch nach Amsterdam, um dann auf einem Schiff, auf einem Containerschiff dann überzusetzen und so, was sie da alles so erleben. Und das ist dann wirklich schon so dokumentarisch gefilmt. Und das Ganze ist aber so eingepackt in diese Erzählstruktur, dass sie eben der Frau das erzählen und dass es nach oben in den Saal übertragen wird. Und ich glaube, das war eine echt gute Entscheidung, das so zu machen, fand ich. Weil wenn es jetzt wirklich reinweg nur die Dokumentation gewesen wäre, wäre es vielleicht doch ein bisschen, ja, zum einen sehr kurz gewesen, weil der Film an sich ging ja schon nur die normale Kinofilmlänge. 96 Minuten. Ja. Und zum anderen hätte dem dann durchaus was gefehlt, weil gerade so diese Erzählung von den Leuten und was sie eben für einen Traum hatten, diesen Traum von Freiheit, sie suchen halt nach Freiheit und wollen ja die Freiheit eben im Land of the Free irgendwie finden und ja, diese ganze Erzählstruktur, da ist noch mit eingewoben, dass eben in dieser bayerischen Gesellschaft, dass da eben viele gibt, die irgendwie Träume hatten oder haben, die sie halt nicht verwirklicht haben und halt irgendwie da in dieser Mühle gefangen sind, mit Arbeiten gehen und so weiter. Und das fand ich schon sehr, sehr gut dargestellt. Ja. Mit Arbeiten gehen und ihrer bayerischen Provinz. Ja, genau. Nicht rauskommen aus diesem Ganzen. Ich kenne halt auch viele von, ja, aus der alten Heimat oder so, die haben es halt wirklich von dem Ort, wo sie als Kind aufgewachsen sind, bis jetzt, wo sie irgendwie leben, ist wirklich nur auf Sichtweite, kannst du fast sagen. Also die haben sich kaum von ihrer Scholle irgendwie mal entfernt und wenn sie Urlaub machen, dann auch irgendwie nur, ja, wirklich fast nur irgendwo in der relativen Nähe oder so. Und die haben jetzt nicht irgendwie eine Landwirtschaft oder irgendwas, dass man sagt, ja, die müssen da bleiben, Ja, aber hey, das ist bei mir ganz genauso. Also. Ja, aber du warst ja schon in der Welt unterwegs auch. Ne? Aber es ja. gibt ja, du hast ja auch ein bisschen Abenteuerlust und Fernweh und sowas. Und das ist eben das, was ich finde, da hat man witzigerweise, ich gucke ja jeden Sonntagabend mittlerweile mit meinem Kleinen immer Terra X, die neuen Folgen. Da ist heute gerade eine Folge gewesen von einer Familie aus der Nähe von Nürnberg. Die haben so einen alten LKW umgebaut zu einem Wohnmobil. Und wollen mit dem die Seitenstraße langfahren, haben irgendwie das eine Kind von der Schule irgendwie abgemeldet. Das ging wohl irgendwie mit Ausnahmeregelung und sie muss auch dort während der Fahrt beschult werden und so. Und der Kleine ist noch nicht in der Schule und das ist auch Wahnsinn, was die da entdecken. Und die hatten sehr verständnisvolle Lehrer, die haben gesagt, okay, was das Kind auf der Reise lernt, das kann es nie in der Schule lernen. Allein in Eindrücken und dann waren sie jetzt unterwegs, Israel, Negev-Wüste, Jordanien und die Felsenstadt und so weiter. Und das war sehr interessant. So ungefähr ist hier auch. Also die Eindrücke, die beiden Jungs da sammeln auf ihrer Reise, teilweise wirklich extrem abgefahrene Leute, was die da kennenlernen. Ich will mal jetzt nicht spoilern, aber das ist wirklich absolut abgefahren, wo man denkt, fast ein bisschen wie Tiger King mäßig, wo man denkt, boah, was sind das für Leute? Aber hier auch, ne? Also sind... Die treffen die halt, unterhalten sich mit denen, kommen irgendwie mit denen ins Gespräch und ja, ist halt nicht so diese typische Touri-Tour, sondern wenn sie wirklich Land und Leute da treffen, dann sind auch wirklich abgefahrene Leute dabei. Und ein Schwaben, ne? Erstmal zu Beginn gleich mal ein Schwaben. Eine Brezen. Ah, du kriegst da schon alles. Also du kriegst da alles. Bloß was halt nicht kriegst, ist eine gescheite Brezel. Die kriegst du halt nicht. Gescheite Brezel, die kriegst du halt nicht. Du kannst nicht einfach schön zum Bäcker nachschlappen und kaufst eine Brezel. Das gehört halt da Hand nicht. Aber sonst kriegst du echt alles. Ja, der Saal hat getobt bei der Stelle, weil am Anfang war es schon ein bisschen schwer reinzukommen, ne? Ja, ich habe auch in unserer Kritik in der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe habe ich ja geschrieben, die Stellen, wenn sie sich mit Amerikanern unterhalten haben, die waren immer untertitelt. Ne? Aber ich hätte eher Untertitel gebraucht, wenn sie im Niederbayerischen irgendwie so, ja mei, was ist ein Wurstsalat? Da habe ich echt kaum was verstanden. Ne? Ja, teilweise. Aber ja, es ist schon Wahnsinn. Also hier auch mit dem Schwaben dann, das kommt ja natürlich in Stuttgart ganz gut im Kino an, wenn dann ein Schwabe. Aber ich muss sagen, als ich allererste Mal in den USA war, habe ich auch jemanden kennengelernt, der kam aus Deutschland ursprünglich und ist dann ausgewandert. Der hat irgendwie,
Da hat er bei Siemens gearbeitet, hat er erzählt. Und dann hat Siemens irgendwie einen Betriebsteil geschlossen und haben sie ihm einen goldenen Handschlag gegeben. Und dann hat er gedacht, naja, geschieden war er jetzt eh oder so, hat er eh nichts, was ihn da irgendwo hält, und hat er echt einen Haufen Asche bekommen. Und dann ist er, weil er sagte, Florida war schon immer nice, und dann ist er dahin und hat dann dort irgendwie als einer der ersten so deutschsprachige Reisebegleitungen angeboten, erst mit irgendeinem kleinen Van. Später hat er dann irgendwie ein paar Reisebusse gehabt und irgendwann hat er mir auch mal eine E-Mail geschrieben, dass er jetzt seinen ersten Helikopter hat, ne, und so. Also das geht schon. Da kann man schon was machen. Ja, aber hier der Film, also ich muss auch sagen, ich hatte übelste Bedenken, als der Film anfing. Weil ich dachte, oh nee, das ist jetzt irgend so ein bayerisches Mundart-Ding, wahrscheinlich irgend so ein Drama oder irgendwas. Der Titel stand ja auch erst relativ spät da. Und das fing ja an in dieser düsteren Bierstube da, in dieser Kneipe, wo sich alle irgendwie so total deprimiert so gesessen haben, an ihrem Bier genippt haben und ihren Wurstsalat gegessen haben, den es irgendwie jeden Tag gab. Und gibt's da noch Wurstsalat dort? Ja. Ja, nee, da habe ich gedacht, oh je, oh je. Aber dann, also spätestens dann, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht, die spielen das nicht, sondern das sind echte Dokumentarszenen, die da drin waren. Da hatte mich der Film eigentlich, weil die machen halt auch Fehler, ne? Die machen halt auch kuriose Sachen, also fahren halt einfach irgendwie los und kommen dann irgendwie voll irgendwo in den übelsten Regen, Taifun rein da in den USA, Hurricane, und mit ihren Mopeds da und irgendwie so kaum Plan B, ne? Wenn da irgendwie der Bauernzug reist oder sowas, dann stehen sie erstmal da und müssen da irgendwie auf Hilfe warten, und es war irgendwie sehr cool, hat mich sehr reingezogen, weil die auch so sehr nahbar waren, die beiden. Und ich fand das auch insgesamt sehr, sehr gut. Also gerade bei Dokumentarfilmen ist ja immer so, du hast wahnsinnig viel Material und musst dann überlegen, wie schneidest du da jetzt eine gute Geschichte draus. Und das, fand ich, hat der Film sehr, sehr gut gemacht. Gerade auch, weil er das eben so eingebunden hat in dieses Narrativ, dass sie der Frau das erzählen und die oben im Saal das quasi mithören, weil sie sich ja, oben hätten sie wahrscheinlich, wenn das normal gelaufen wäre, hätten sie ihren Projektor angeschaltet, sich da irgendwie mit reingesetzt und den halt irgendwie laufen lassen, irgendwie zwei, drei Sachen dazu erzählt, aber dass sie dann quasi unten von ihrer Geschichte erzählt haben mit so viel Herzblut, was sie da erlebt haben und was sie gefühlt haben auch und wie toll das war, da am Grand Canyon zu sitzen und so, war schon Wahnsinn. Also da ist auch wieder, also ich bin ja auch sehr abenteuerlustig und fahre gerne in fremde Länder und gucke mir das alles an. Das ist auch bei mir wieder extrem geweckt worden dadurch. Ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten immer sehr schwierig. Kann man nicht mehr. Also ich kann dir da echt fast komplett nur zustimmen. Also es war auch, ich saß auch dran, also ich habe kurz vorher den Filmtitel erfahren und habe gedacht so, oh, 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 was kommt da auf uns zu? Und hast ja noch beim Hinsetzen so ein Kommentar gebracht, so wie, oh, mal sehen, ob wir das durchstehen oder irgend sowas. Ne? Da dachte ich schon, oh Gott, ey. Das ist immer so ein bisschen, ja. Deswegen so, Und je mehr sich der Film entwickelt, desto besser wird es einfach, weil, wie du schon gesagt hast, die Erzählstruktur, so wie er dann aufgebaut ist, die hat einfach gepasst, die war super stimmig. Die Chemie zwischen den Brüdern, zwischen den richtigen Brüdern, das hast du irgendwann dann auch gemerkt. So, okay, das ist dann doch, da ist mehr dahinter wie nur Schauspielerei oder sowas, sondern da sind Sachen und Szenen dabei. Klar haben sie bestimmt das ein oder andere mehrfach gedreht und das weiß ich was. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber es sind einfach Situationen entstehen da, Geschichten entstehen da. Ich würde echt mal sagen, da brauchst du viel, viel Fantasie, um dir sowas überhaupt auszudenken. Sei es der Hells Angels Typ, ne? Ah, ich wollte jetzt nicht zu viel verraten. Okay. Ja, ich sag gar nicht, was mit dem passiert. Okay. Ne? Oder der Schwabe am Anfang, von dem hatten wir es ja schon, dass du dann auch solche Leute triffst, und das fand ich einfach echt cool, weil sowas passiert dir echt in den USA auch, und ich habe ja auch selber schon einen Roadtrip durch die USA gemacht, in 3-wöchigen, und du triffst da teilweise echt Menschen, wo du denkst so, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich erinnere mich daran, als wir auch in Arizona, in Phoenix waren, da zum Baseball gegangen sind, und
dann da Leute getroffen haben, die halt auch Deutsch gesprochen haben, weil sie aus Deutsch kamen oder in Deutschland stationiert waren oder was weiß ich was. Und die haben uns damals im Baseballstadion in diese Luxussitze auch reinsitzen lassen. So, ah, you're from Germany. Ah, ja, hey guys. Ah, come on, now sit there. Und das typische Amerikanische, diese Freundlichkeit, großteils Freundlichkeit, aber halt diese brutale Oberflächlichkeit dann auch wieder, dass das so teilweise auch relativ schnell verschwindet. Ja, das ist USA, die Menschen sind da so. Und das fand ich super eingefangen. Ja. Also auch das und die Landschaftsaufnahmen. Oh ja. Alter Verwalter. Die hatten ja auch eine Drohne dabei, ne? Wo sie dann immer mal, also ein Quadrocopter mit einer Kamera dran. Und da sind echt gute Aufnahmen gelungen auch. Ja. Okay. Ist sowieso, aber ich hatte letztens mal das Gespräch mit jemandem, der auch so ein bisschen Filme und so weiter. Ich habe gesagt, also ich glaube, so eine der größten Entwicklungen in der Filmbranche der letzten Jahre waren eigentlich so diese Quadrocopter, dass du wirklich mit schmalem Budget richtig geile Aufnahmen machen kannst von oben. Guck mal, irgendwie jede Netflix-Serie hat irgend so eine Aufnahme, wo du ein Auto durch den Wald fahren siehst irgendwie und dann siehst du das irgendwie so direkt von oben gefilmt, ne? Also da hättest du früher einen Hubschrauber gebraucht und ein wahnsinniges Team und sonst was. Das machst du heutzutage für 1.000 Euro, ne? Also mit einer Drohne. Das ist krass. Ja. Das ist echt krass. Und was du da auch für geile Sachen machen kannst, da mit Einstellungen, die sonst nicht gegangen wären. Also das ist Wahnsinn. Und auch qualitätsmäßig, ja, 4K gibt es ja an den Drohnen schon dran. Total krass, ja. Ja, Amerika. Es ist aber nicht nur Amerika, wo du kuriose Leute triffst oder ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, der vielleicht jetzt noch nicht so weit sich mal vorgetastet hat in der Welt, wirklich einfach mal irgendwo hinzufahren, die Welt zu entdecken und vielleicht auch mal hier so einen Film zu schauen wie Ausgerissen. Und was ich noch vergessen hatte zu sagen, was wir jetzt schon mal anklingen lassen haben, zwei Brüder, die haben auch diesen Film gedreht, also Julian Wittmann und Thomas Wittmann, die haben diesen Film gedreht und Winfried Frey, der war, glaube ich, so Kameramann oder so. Also da gab es noch eine dritte Person, die man dann auch mal in den Outtakes sieht. Und ja, hat echt... Ja, das muss der Kameramann gewesen sein, weil... hat echt gerockt, der Film. War sehr, sehr gut. Auch sehr schön für die Sneak, fand ich. Angenehm kurz, kurzweilig auch und sehr interessant und schön gemacht. Absolut, absoluter Überraschungserfolg. Mhm. Wirklich auch Erfolg, weil, wie gesagt, die ganze Geschichte, es fängt so ein bisschen komisch an, du musst dich drauf einlassen. Ich habe Kate ja dann auch geschickt, was kommt, die hat den Trailer geguckt, die hat zuerst gedacht, die reden Schwedisch oder sowas, was ich sehr lustig fand, weil die es halt auch nicht zuerst so geschnallt hat, was da abgeht. Aber man lässt sich dann drauf ein und dann ist es echt, als ob man auch so ein Stück weit Teil von dieser Reise ist. Und das ist einfach absolut gut. Und so muss ein Film dann auch aufgebaut sein. Das war echt ganz, ganz großes Lob. Das war so eine richtige Perle. Ich glaube, wenn man den so ins normale Kinoprogramm geworfen hätte, ohne jetzt so eine Preview oder irgendwas, der wäre völlig untergegangen, weil kann sich keiner was drunter vorstellen. Die einen denken vielleicht so, oh ja, hier Liebesgrüße aus der Lederhosen oder sowas oder des Untertitels, aber ist so nicht, sondern ist ein richtig, richtig cooles Stück Film, das man echt empfehlen kann. Ich glaube, der wird trotzdem ein bisschen untergehen, der Film. Ich hätte den vielleicht eher anders genannt. Also ich glaube, der wird auch am Titel sehr scheitern, so Ausgerissen, weil wer geht da außerhalb von Bayern in einen Film, der Ausgerissen heißt, rein? Ich überlege mal, wenn der Film, ich kriege manchmal solche Mails hier von irgendwelchen Filmverleihern, da kriegst du irgendwelche Poster gezeigt und irgendwie, da wird ein Film kurz beschrieben und dann wird so ein fiktives Poster gezeigt und da stehen so, sind so drei Poster nebeneinander, welcher Titel gefällt dir am besten und so. Und hier würde ich, also das hätte ich abgewählt, also Ausgerissen für jetzt, wo ich auch den Film gesehen habe und genau was du meinst mit Lederhosen und so weiter, das klingt ein bisschen anrüchig. Ich hätte den einfach Route 66, der Trip ihres Lebens oder sowas hätte ich den genannt. Und dann hättest du auch die ganzen Leute mit abgefasst, die einfach mal, was weiß ich, es gibt so viele Biker, so viele Motorradfahrer, für die das vielleicht auch mal ein Traum ist, die Route 66 zu fahren. Auf dem Poster siehst du ja schon die zwei Typen da in Arizona, wie sie da an dieser Straße, wo auch Forrest Gump da gerannt ist, ne, mit ihren Mopeds. Du hättest die alle ins Kino gekriegt, die ganzen Biker, aber mit Ausgerissen, Lederhosen nach Las Vegas, oh, das klingt wie eine lustige Komödie hier. Ja, wie eine Seppel-Komödie. Ja, aber sehr cooler Film. Also definitiv, vielleicht hilft es ja, wenn wir den mitempfehlen. Vielleicht nehmen den ja auch andere Sneaks vielleicht mit ins Programm, dass der ein bisschen bekannter wird. Hat es auf jeden Fall verdient. Also von mir kriegt der 8 von 10 Punkten tatsächlich. Da bin ich voll bei dir. 8 von 10 trifft.
auch wenn in unserer Metropolsnik-Gruppe die Stimmen auseinandergehen, weil da geht es von 1 bis 9 gibt es alles. Okay, naja. Aber die Mehrheit ist wirklich bei 8 drin. Also. Aber es ist auch keiner rausgegangen irgendwie. Also es war jetzt, es gab ja so Filme hier wie bei Hänsel und Gretel hier bei dem Film da. Da sind ja Leute rausgegangen. Gretel und Hänsel. Ja. Weißt du, was ich meine? Da sind Leute rausgegangen. Aber hier bei dem ja nicht, ne? Also, ja. Nö, eigentlich. Genau. Also ich habe nichts mitbekommen, sagen wir es so. Was muss ja nichts heißen. Wie schaut denn das für morgen aus, der Tipp? Tipp für die Sneak 1053 am 10.8. ist Gelegenheit macht Diebe. Und diesmal weiß ich, was kommt. Okay, dann darfst du das jetzt nicht kommentieren. Es gibt ja nur einen Tipp, der kommt von mir. Ich habe getippt, Faking Bullshit, krimineller als die Polizei erlaubt. Das war so der Einzige, der irgendwas mit einem, ja, mit Kriminellen und Diebes-Sachen da zu tun hat. Tja, schauen wir mal. Vielleicht mag ja auch noch jemand irgendwie tippen. Einfach Facebook schauen nach Metropol Sneak und da könnt ihr den Tipp abgeben. Ja, mal sehen, was uns dann morgen erwartet. Das ist ja dann, glaube ich, so die, jetzt muss ich kurz rechnen, ja, die letzte Kinocast-Sneak vor der Sommerpause, weil ich gehe ja dann zwar nochmal in die Sneak, da müssen wir mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja dann vor dem Wochenende nochmal aufzunehmen, dass dann tatsächlich noch eine Sendung kommt. Bestimmt hin. Ansonsten bin ich in der Woche, wo eigentlich die Gamescom gewesen wäre, ab da bin ich weg. Ja, super, dass du nochmal die Wunde aufreißt. Ja, aber die da sind, die haben ja die einmalige Gelegenheit, das wirklich gut geplante Programm von diversen Anbietern sich dann anzuschauen im Livestream. Da gibt es ja ein richtig buntes Programm. Die Rocket Beans machen ja zusammen mit den, wie heißen die, Gamevention oder Game-Dings hier, die machen ja ein spezielles Programm während der Gamescom, wo sie halt alle wichtigen Präsentationen zeigen werden und so. Das würde ich sehr gern gucken. Ja. Auch zu sehen, wie die es so gemacht haben. Ja, aber du weißt, wie es ist. Es ist nicht dasselbe. Ja, klar. Und die wollen auch so machen, ich habe es gehört von einigen Publishern, die wollen dann quasi Spiele-Demos zeitlich befristet rausgeben, dass du quasi wie auf der Gamescom die testen kannst, halt bei dir zu Hause. Und die gehen dann halt nur für die Woche und dann werden sie abgeschaltet. Ja. Apropos Spiele-Demo. Jetzt schieben wir mal ganz kurz Games rein, weil wir mal dabei sind. Games. Das war ein bisschen durcheinander jetzt. Du hast doch auch PlayStation Plus, ne? Hast du dieses Fall Guys mal gespielt? Noch nicht, aber ich will es unbedingt haben. Das ist total lustig. Das macht so einen Spaß. Das macht mir Spaß, das macht meinem Kleinen Spaß. Also für die es nicht kennen, also zum einen PlayStation, wer PlayStation hat, kennt ja PlayStation Plus wahrscheinlich, dass diese holt man sich so eine Karte und hat dann so eine Mitgliedschaft, um dann online spielen zu können und kriegt irgendwie 2-3 Spiele manchmal im Monat geschenkt. Und da war jetzt im August war Fall Guys dabei. Das ist so eine Art Battle Royale mit so Viechern, die aussehen wie Überraschungseier, irgendwas hier so Überraschungseier mit Händen und Füßen. Die kann man dann auch nochmal einkleiden, wenn man ein paar Punkte kriegt. Und die machen dann aber, da starten dann, was weiß ich, 60, 70, 80, 100 auf einmal, ja, warten bis alle da sind und dann müssen die durch so ein Takeshis Castle Parcours und die ersten so und so viel, die ankommen, die sind halt in der nächsten Runde und dann kommt wieder ein neuer Parcours oder was anderes, halt irgendwelche Felder, die sich so ein bisschen Memory-mäßig und so, ey, das macht so einen wahnsinnigen Spaß, das glaubst du nicht, ey. Also ich habe das ja von den Fall Guys schon mitbekommen, also es ist ja wirklich so ein absoluter Durchstarter. Ich habe das bei Twitter gelesen, da hat der Neckermann, schöne Grüße an den Jan an der Stelle nochmal, mal wieder, das auch gesagt, so hey Leute, wenn ihr PlayStation Plus habt, holt euch das. Und er hat absolut recht, also das, was ich gesehen habe, gelesen habe, ist genau meins. Ich kam jetzt nur noch nicht dazu, die PlayStation anzuwerfen und es runterzuladen. Vielleicht ist hier im Anschluss an die Sendung, werde ich es noch machen. Es klingt echt geil und wenn du jetzt schon sagst, ist richtig witzig, dann ja. Das ist total, brutal witzig. Wie gesagt, mein Kleiner spielt das auch mit einer Begeisterung. Das ist halt, du hast halt eine ganz steile Lernkurve, dann kannst du es. Und da ist halt so viel random dabei, was du einfach nicht beeinflussen kannst. Also das ist halt viel Glück dabei und ja, es macht wahnsinnig Spaß. Und das Zweite ist, wir haben ja jeder einen Code bekommen von NetGames. Schöne Grüße an der Stelle. Ja. Für die Beta von Marvel's Avengers. Und das hatten wir auch letztes Jahr auf der Gamescom gespielt.
Und ich habe das, da war ich ja so, naja, ganz nett, aber es war mir irgendwie zu viel Budenzauber. Und jetzt habe ich das zu Hause gespielt und das war schon was anderes, fand ich. Also mir hat es wesentlich besser gefallen, weil ich war da auch irgendwie viel konzentrierter da mit der Gamescom irgendwie. Dann war irgendwie alles so. Und ich glaube, da auf der Gamescom hatte ich da eigentlich schon meine PlayStation 4. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Nee, da hatte ich sie noch gar nicht. Nein, genau. Das war letztes Jahr, ja. Das hattest du noch nicht. Ja, genau. Da war ich nämlich. Da war ich nämlich noch auf dem Xbox-Controller so, weil ich den ja hier am PC mit Xbox spiele und da war ich eh mit dem Controller überfordert. Und jetzt hat es mir echt Spaß gemacht. Also die haben, ist zwar so ziemlich dieselbe Beta, die wir gespielt haben, aber da hatten wir so eine zeitbegrenzte Beta. Hier geht es irgendwie immer weiter und immer weiter. Also ich habe jetzt noch kein Ende gefunden so richtig. Und es sind auch ein paar zusätzliche Effekte reingekommen, also da so mit Feuer und so, das sieht schon besser aus. Macht Spaß. Okay. Ich glaube, wenn dann das Komplette kommt, dann werde ich mir das holen. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass die Figuren nicht so aussehen, wie ich sie aus dem letzten Film kenne, aber das haben wir ja, das wissen wir ja schon, warum das so ist. Und ja. Ja, macht Spaß. Hol dir das mal. Wenn du die PlayStation anwirfst, hol dir Fall Guys. Jawohl, Sir. Achso, bei dem Beta-Code, da musst du erst auf die Webseite gehen, sagen, du hast. Ja, ich weiß. Ja, das wusste ich das nämlich nicht. Ich habe am Anfang das hab ich rausbekommen schon. Den anderen Code irgendwo versucht einzugeben, das ging nicht. Ja. Und falls ihr da draußen auch eine PlayStation 4 habt und gerne so einen Code haben wollt, dann wendet euch doch mal oder geht mal auf Instagram und guckt mal bei NetGames, @NetGames und da könnt ihr, glaube ich, immer noch mitmachen und Codes bekommen. Jo. So, dann haben wir jetzt hier eine eingeschobene Games-Rubrik gehabt. Dann machen wir jetzt mal weiter mit den sonstigen gesehenen Filmen. Heimkino. Ich habe einen Film geschaut und zwar heißt der Action Point. Sagt ihr das was? Ja. Ja. Also mit Johnny Knoxville in der Hauptrolle und ja, eben, genau. Chris Pontius und so die üblichen Verdächtigen sind da mit dabei. Es geht darum, dass Johnny Knoxville hat irgendwie den Suit an, den er bei, ich glaube, Bad Grandpa hieß das, glaube ich, oder war das der mit Robert De Niro, ich weiß gar nicht. Da gab es ja auch mal so ein Jackass-Ding, wo der so einen alten Typen gespielt hat, der immer irgendwo schlüpfrige Bemerkungen macht und sowas. Und diesen Suit hat er wieder an und ist aber mit seinem Enkelsohn zu Hause, weil der hatte sich irgendwie die Hand gebrochen, der muss zu Hause bleiben. Und dann kommen sie irgendwie auf früher oder irgendwas oder gucken eine Werbung im Fernsehen an und dann erzählt er halt, ja, weißt du eigentlich, dass ich auch mal hier so einen Vergnügungspark hatte, hier so einen mit Achterbahn und sowas. Und nö, wusste er nicht. Und dann fängt der Opa, in Anführungszeichen, also Johnny Knoxville in alt, fängt halt an zu erzählen, wie das damals war. Und dann wird das so in Rückblenden erzählt, wie das dann so in den 80ern war. Und da war nämlich die Mutter von dem Kleinen, also sprich die Tochter von ihm, die war dann halt dort auch mit in dem Vergnügungspark, da gab's und da war es nämlich so, die hatten so einen schäbigen Vergnügungspark da irgendwie, der lief mehr schlecht als recht und das ist auch die Basis oder der Rahmenhandlung für sehr, sehr viele verrückte Stunts, die dann so laufen, also wenn dann zum Beispiel jemand, stell dir eine Rutsche vor, so eine Wasserrutsche und dann springt jemand von oben auf diese Rutsche drauf und will eigentlich rutschen und bricht aber durch diese Rutsche durch, weißt du, und lauter so ein Dinger. Oder dann bauen sie so ein Trebuchet, also so ein Civilization-Fans werden wissen, was das ist, also so eine Art Schleuder, ja, so eine mittelalterliche Schleuder, wo dann irgendwie jemand durch die Gegend geschleudert wird und so. Ja, jedenfalls läuft dieser alte Vergnügungspark, läuft nicht so wahnsinnig gut und so. Das liegt auch mit daran, dass die irgendwie völlig komische Strategie haben für die Vermarktung und alles. Und es gibt in der Nähe irgendwie so einen wesentlich besseren Park, irgendwie Seven Seas oder irgend sowas. Und mit dem bekriegen sie sich noch ein bisschen und kommen dann irgendwann auf die Idee, naja, hier bei uns ist ja der Spaß dadurch begrenzt, so ein bisschen, dass eben alle Fahrgeschäfte und alles, was so ist, extrem gesichert ist. Ja, diese Sicherheitsvorschriften, dass eben, was weiß ich, die Fahrzeuge alle irgendwie gebremst sein müssen oder ja, die Rutsche eben darf es kein Looping haben und sowas. Und dann bauen die eben alles so um oder Sicherheitsvorkehrungen bauen sie aus und damit es eben richtig verrückt wird und damit die richtig Action haben und zetteln dann noch so ein paar Demos an, wo sie selber gegen ihren eigenen Park demonstrieren, damit sie in die Medien kommen und alle sagen, oh, Moment, was ist da mit dem Park und so. Und die anderen kommen dann halt spionieren bei denen, warum es jetzt plötzlich so gut läuft und ja, ist ziemlich durchgeknallt.
es hatte ein paar Mal so dieses Gefühl von Jackass war wieder da. Aber ja, irgendwas hat da gefehlt. Es war insgesamt war es ganz nett. Und auch viele ehemalige Randfiguren von Jackass sieht man dann wieder mal so in irgendwelchen Nebenrollen, so mal ganz klein. Also wer das natürlich früher nicht kennt oder nicht gesuchtet hat, wie ich jetzt zum Beispiel, der weiß dann gar nicht, warum war das jetzt lustig, dass der Typ da den Boden wischt hier, wer war das und so. Ja, also man muss da schon ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen, dann findet man es vielleicht noch ein bisschen mehr lustiger. Ansonsten ist es kein Film für jeden. Und es waren auch für Jackass waren es zu wenig Stunts, da war viel von dieser komischen Geschichte drin und für einen normalen Film war es irgendwie zu komische Geschichte teilweise, weil das wird irgendwie extra so hingesteuert auf bestimmte Stunts manchmal, die Geschichte, damit irgendwas gemacht werden kann. Und dann sind natürlich auch wieder Jackass-typisch so irgendwelche Fäkalszenen drin, dass irgendwie was gepullert oder gekackert wird oder ja, bis hin ja, dass einer sich irgendwo einschleichen muss und da hat ein paar Sex und dann kriegt er halt das voll ab und so und solche Geschichten, weißt du? So diese typischen Jackass-Sachen, die ich auch damals nicht so wahnsinnig toll fand und in einem Film auch nicht unbedingt sehen muss. Aber es ist ein netter Film, mehr kann ich nicht sagen. Also von mir kriegt er 6 Punkte. Action Point heißt er. Ja. Vielleicht, wenn du den mal erwischst, wenn er irgendwo auf Sky nochmal läuft. Ja, also ich habe ja auch Jackass gesuchtet. Also meine erste Begegnung mit Jackass war Today we're making an omelette. Und am Erik wird es schon anders. Also es gab wirklich richtig, richtig, richtig gute Sachen bei Jackass, fand ich. Also wirklich extrem witzige Sachen. Dann gab es wieder Sachen, wo man, ach nee, bitte. Also ja, was ich immer noch so sehr, ich mag ja eher so ein bisschen den subtileren Humor, also wie zum Beispiel, da gab es auch in dem alten Jackass so eine Szene, da hat sich Johnny Knoxville wieder als alter Mann verkleidet und als blinden Mann, der dann wirklich in ein Auto eingestiegen ist und losgefahren ist und die an einer normalen Straßenecke, wo so ein Straßencafé war, weißt du, und die Leute alle so, nein, 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 und er ist dann so losgefahren und wirklich so, sowas mag ich eher, so ich ein bisschen... Ja, hintergründig und ein bisschen subtiler. Oder ein, was fand ich... Ich fand die eine Szene auch so geil, wo sie den Schokopudding in die Windel haben. Ja, das sind wir auch wieder nicht. Du magst eher so die Fäkalsachen hier. Eine Szene fand ich auch sehr lustig. Da hat sich der eine, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat sich ein Fledermauskostüm angezogen und hat sich mit Haken an den Füßen in so ein Baugerüst gehängt, wo so ein Durchgang war, wo die Leute quasi unter dem Baugerüst so durchgegangen sind, wo der normale Fußweg unter dem Baugerüst. Und das war halt dunkel und dann jedes Mal, wenn jemand kam, hat er sich so schlagartig entfaltet, so wuff, weißt du, so wenn er mit einmal so ein riesen Fledermaus sich vor dir entfaltet, ne? Oder der eine, der dann im Bus dann oder in der S-Bahn hier, U-Bahn, in der Metro in New York dann irgendwie alle standen dicht gedrängt, er geht irgendwie so nach unten und macht irgendwas, zieht sich eine Wolfsmaske auf, fängt plötzlich mit einem Mal an. So. Ja, naja, also Jackass war schon sehr geil. Auch was sehr interessant ist, auch diese ganze Geschichte, wie es zu Jackass gekommen ist, da habe ich mal eine Doku gesehen. Das ist ja gar nicht so, wie es eigentlich gedacht oder wie man es denkt, dass da einfach irgendwie ein paar Leute irgendwie so coole Clips gedreht haben, sondern die sind ja richtig gecastet worden und das ist ja richtig so bewusst so gedreht worden, ne? Naja. Naja. Gucken wir mal, so ein neues anläuft im Kino. Vielleicht gibt's da mal wieder was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Jetzt müssten wir ja bald eigentlich mal Tenet haben oder so, ne? Aber ist noch ein bisschen hin. Ja, müsste jetzt dann... Es läuft neu an. Ja, Ende des Monats halt, ne? Ich bin bei kino.de. Da steht I Still Believe, biografisches Drama über den christlichen Musiker Jeremy Camp und seine Frau Melissa, die an Krebs erkrankte. Gut, dass der an das Sneak nicht kam, ey. Ja, dann läuft an Inception. Ja, jetzt wieder von Christopher Nolan. Bahnbrechender Science-Fiction-Thriller über eine Bande, die mit einem Diebstahl von Träumen Kasse macht. Ich glaube, der lief schon mal, oder? Da bin ich echt, also wenn der hier irgendwo zu einer coolen Zeit läuft, in OV oder so, gehe ich da nochmal rein. Also der war im Kino der Wahnsinn und ich mag den sowieso, den Film. Ja, ich habe hier sogar, definitiv. Ich habe hier eine Special Edition,
kann ich jetzt leider natürlich im Podcast nicht so zeigen oder so. Das Na, heb's kleiner, doch mal hoch, damit die Leute sehen können. Ja, ich heb's mal hoch. Das ist ein kleiner Metallkoffer. Da ist die Blu-ray drin. Dann ist da irgendwie noch alles mögliche Material drin. Und da ist so ein kleiner Kreisel drin. So ein aus Stahl. Ah. Das ist ja raffiniert. Das ist cool. Ja, habe ich mir nämlich damals gleich als erstes bestellt gehabt, als es hieß, die Special Edition kommt raus. Und weil ich den Film so cool fand im Kino. Bin ich dran? Es läuft ausgerissen in der Lederhosen nach Las Vegas. Oder wie der Kinocast den nennt, Road 66. Oh Gott, du und deine alternativen Titel. Aber das ist ganz gut nachher fürs Rätsel, das ich vorbereitet habe. Oh mein Gott. Dann läuft noch an. The Witch Next Door. Horrorfilm, in der ein Teenager im Nachbarshaus eine alte Hexe vermutet. Okay. Es läuft auch noch an. Hatten wir auch in der Sneak Preview, hatten wir, glaube ich, vorletzte Sendung besprochen. Wege des Lebens. The Roads Not Taken. Eindringliches Drama über einen innerlich zerrütteten Mann, der sein Leben wie ein Puzzle zusammensetzt. Also, das kann ich so nicht bestätigen, diese Zusammenfassung hier. Nö. Dann haben wir hier Der göttliche Andere, romantische Komödie, in der ein Reporter um das Herz einer zukünftigen Nonne kämpft. Oh Gott, es läuft auch noch ein Il Traditore als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra. Ein Drama, ein nüchtern erzähltes Justizdrama über den hochrangigen Mafiamann Buscetta, der in den 80er Jahren gegen seine Bosse aussagt. Der letzte Mieter. Independent-Film zwischen Psychodrama und Thriller, in dem eine Wohnungsräumung zur Geiselnahme eskaliert. Eine Wohnungsräumung steht hier. Ja, da fehlt. Oh. Da fehlt was hier. Egal. Ja. Kokon läuft noch an. Mit Jella Hase. Ah, guck an. Ein Coming-of-Age-Drama um ein Mädchen, das in einem Berliner Sommer sich selbst und die Liebe entdeckt. Und wenn ich mal vermuten dürfte, sie entdeckt die Liebe zu Frauen. Wenn ich das Poster richtig deute. Ja, warum denn auch nicht? Mossad läuft an, den hättest du gerne in der Sneak gehabt. Stimmt, israelische Agentenparodie im Stile von Die nackte Kanone. Übrigens, Die nackte Kanone gibt es jetzt bei Sky, habe ich gesehen. Aber der ist nicht so wahnsinnig gut gealtert, finde ich. Ja, aber Die nackte Pistole, oder wie hieß die Serie damals? Ich könnte mich immer noch beäumeln über manche Szenen. Das ist einfach großartig. Ja, es läuft auch noch an Nur ein Augenblick. In Saarbrücken, zweifach prämiertes Drama um eine junge Frau aus Deutschland, deren Freund nach Syrien zurückkehrt, um seinen Bruder zu holen und in den Bürgerkrieg gerät. Aha. Ja, that's it dann, ne? Ich guck gerade mal. Oder das haben wir Sohn der weißen Stute Emily noch Cox spielt die weibliche Hauptrolle. Oh, das ist dann ist sehenswert. Ja, dann sind wir durch mit den Neustarts. Emily Cox kennst du aus welcher Serie? Serie. Weiß es gerade nicht. Ach komm. Emily, der Name sagt mir schon was. Ja? Sie hat die Freundin gespielt von einem. Jetzt sagt sie okay, einfach. Sie spielt in der Serie, spielt sie die Freundin von Christian Ulmen. Ach, bei Jerks? Ja. Guten Morgen. Ach so, ja, ich dachte, du meinst hier irgendwie eine... Ich war jetzt irgendwie bei Film, sorry. Ja, du warst bei Film, ich sag eine Serie. Ja, ja, ich habe gerade irgendwie falsch... Meine Synapsen waren gerade falsch verschaltet hier. So, hörst du mir zu. Blu-ray-Neuerscheinungen vom 10. August. Ist zum einen 10. August. Blood Gott, Drive, die komplette Kinderfasching, glaube ich. Ey. Blood Drive, sind die komplette erste Staffel. Die spielt in einer apokalyptischen Welt, in der Wasser zu einer Rarität geworden ist. Hat mir noch nie sowas. Und der Klimawandel, irgendwas. Blood Drive. Okay, kenne die Serie nicht. Ja, ich kenne die irgendwie auch nicht. Also. Scheint aber was älteres. Und dann noch Crash. Special Interest Thriller. Die Ehe von Filmproduzent James Ballard und seiner Frau Catherine ist am Ende. Das Einzige, was sie noch verbindet, ist gelegentlicher, emotionsloser Sex miteinander. Kennst du den Film? Es klingt ein bisschen wie... Was? Kennst du den Film? Ich kenne ihn. Nee. Das ist, der ist von Jeff Cronenberg, glaube ich.
Und da geht es darum, dass die entdecken einen Fetisch. Also sie können nur noch Spaß haben am Sex, wenn quasi das Unfall. Blech, ja, bei einem Unfall, wenn das Blech von Autos sich irgendwie verbiegt, wenn irgendwas zerstört wird und sowas. Und da geraten die da in so eine Szene rein, wo lauter so Leute wirklich so kranke Fantasien haben und die dann irgendwie so ausleben und so. Ich habe den vor Jahren gesehen. Ich hat mich extrem verstört, der Film. Also ich hab den noch seitdem nie wieder geguckt. Der ist irgendwie aus den 90ern oder so. Ja, David Cronenberg, der hat ja zum Beispiel auch Die Fliege gemacht oder so. Die Fliege war ja noch kommerziell, kann man sagen, ganz gut. Ne? Aber der hat ja solche Sachen. Kennst du zum Beispiel Existenz, hat er damals gemacht, oder Naked Lunch? Kennst du Naked Lunch? Das ist fast ein bisschen... Das sagt mir was, ja. Da hat der Hauptdarsteller von Robocop, Peter Weller, hat da so einen Schriftsteller gespielt und das war alles so Kafkaesk. Oh, das war auch total abgefahren. Und ist immer schlimmer geworden dann. Also ich mochte ja dem seine älteren Sachen, zum Beispiel Scanners. Sagt ihr das was? Da können quasi Personen durch Gedanken, ihre eigenen Gedanken, anderen die Köpfe zum Platzen bringen. Da gab es 3 Teile. Und die fand ich eigentlich ganz nett, aber und dann irgendwie Die Fliege und dann ging es wirklich extrem abwärts, dann ist der immer weiter abgedreht mit irgendwie seinen, und das ist Crash, also das war dann glaube ich der letzte, den ich von ihm gesehen habe, der war so verstörend, also aber ist halt ein Kultfilm, also der ist auch vom Dreh her, fand ich den schon sehr, sehr gut, sehr abgefahren, wird neu aufgelegt, okay. Wie sehen denn die Top 1, 2, 3, 4, 5, die Top 5 in Stuttgart aus, auf Platz... Hey, haben wir wieder 5, ja? Ja, wir sind wieder mehr als 4 Filme werden gezeigt. Platz 5 ist Irresistible mit Steve Carell und Chris Cooper. Ja, der ist, glaube ich, ganz gut. Dann Platz 4, Edison, ein Leben voller Licht, hatten wir in der Sneak mit Benedict Cumberbatch und anderen. Sehr toller Film. Michael Shannon und so. Berlin-Alexanderplatz ist dann auf Platz 3. Der ist mir echt zu lang mit 183 Minuten. Also er wird mich schon reizen, aber 183 Minuten, boah. Was für zu Hause. Kann ja. Marie Curie, Elemente des Lebens, der soll auch richtig gut sein mit Rosamund Pike. Rosamund Pike und Sam Riley. Und Platz 1 immer noch Scooby. Der richtig gut läuft übrigens. Animationsfilm, ja. Also der läuft wirklich richtig gut. Denken, das soll richtig witzig auch sein. Es haben viele Kinderferien und so. Und jetzt, wo Kinos wieder aufhaben, weil die Eltern wissen ja schon langsam nicht mehr, was sie mit ihren Kindern anfangen sollen. Dann geht man mal ins Kino. Bietet sich ja an, auch bei der Hitze mal ins Kino zu gehen. Da ist ja schön klimatisiert. Jo. Okay, wie geht's weiter mit Serien, sehe ich hier. Serien. Von der Serie, die du hier drin stehen hast, habe ich noch nie was gehört. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, hätte ich da drin jetzt stehen Ballers, weil ich bin mit Ballers durch. Aber da ich weiß, dass der Erik das gerade auch noch guckt, weil es ihn jetzt doch gepackt hat. Staffel 4, Folge 2 bin ich. Beim letzten Mal war ich bei Staffel 1, Folge 1. Also ihr seht, ich habe wirklich was getan. Naja, und Kate ist durch jetzt auch schon. Und ich glaube, bei nächste Woche, wenn Kate vielleicht wieder dabei ist, nochmal, geht es nochmal um Ballers. Und deswegen habe ich das jetzt mal hinten angestellt. Ich habe auch Kritik zu Ballers. Ja, das ist nicht alles gut. Es ist nicht alles. Wie bei jeder Serie ist, glaube ich, nicht immer alles Gold, was glänzt. Das ist ja okay. Aber ja, dazu kommen wir dann hoffentlich nächste Woche. Worauf ich jetzt kurz eingehen möchte, ist die Serie Avenue 5. Avenue 5. Sehe ich das Poster, ja. Jetzt weiß ich, welche das ist. Eine HBO-Serie, auch auf Sky gerade zu sehen. In der Hauptrolle ist Hugh Laurie als Ryan Clark, als Captain Ryan Clark. Josh Gad spielt noch mit und noch ein paar andere, die man bestimmt auch schon mal gesehen hat. Und ich habe bisher leider nur die erste Folge geschafft, wollte es allerdings ansprechen, weil ich mag diese Art von Humor, die da drin vorkommt. Eine Sci-Fi-Comedy-Serie, es geht um die Avenue 5, das ist ein Schiff, ein Touristenschiff, das im Weltraum umherfliegt. Und die haben eine etwas größere Panne, kommen deswegen vom Kurs ab und statt 3 Wochen, wie die Reise eigentlich gehen sollte, dauert sie plötzlich 3 Jahre. Und es kommen halt gleich in der ersten Folge so Sachen ans Licht, wie dass Hugh Laurie eigentlich
gar nicht Captain ist, weil das Ding fliegt gesteuert von der Erde aus. Und er ist eigentlich nur so mehr so ein Schauspieler, der halt so, ha ja, ich bin Captain, ha ha ha. Das heißt, das Schiff hat keine eigene Steuerung und nichts und völlig abgefahren. Das ist so ein Blick in die Zukunft, der echt, also ich finde es mega lustig, weil es hat schon, als dieser erste Crash da passiert auf dem Schiff, also von der ersten Folge kann ich, glaube ich, so viel erzählen. Das setzt nämlich die Gravitation aus oder von der normalen Gravitation ändert sich es auf seitliche Gravitation. Das heißt, die ganzen Menschen an Bord fliegen halt da einmal quer rum. Und an Bord sind die typischen Leute, wie du sie eigentlich bei so einer Reise, bei so einer Seefahrt zum Beispiel auch erwartest. Das sind Paare, die eigentlich sich nur noch trennen wollen und irgendwie halt jetzt die Reise noch zusammen gebucht haben und das machen müssen. Oder so richtige knallharte Frauen mit ihren total unterwürfigen Männern oder mit ihrem total unterwürfigen Mann und die immer so alles rausposaunen. In den USA gibt es gerade diesen Fachbegriff Karen dafür. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Eine nee. Karen? Nee. Nein? Ja, dann musst du mal gucken. Karens sind gerade so die Karens sind die typischen weißen Frauen, die Trouble machen und auch gegen Mundschutz und was weiß ich was rebellieren und so. Okay. Also so ein bisschen Hillbillies. Und es ist einfach, es ist teilweise so abstrus, weil die haben da auch den größten, sie wollen den Universumsrekord aufstellen für Yoga im All. Irgendwie noch nie haben so viele Leute an ein Schiff eines Raumschiffes hier Yoga gemacht und bla 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 und was weiß ich. Und eben in diese Yoga-Gruppe dann rein passiert dieses Unglück und die liegen dann alle nur noch so übereinander und Hugh Laurie läuft dann halt danach, als wieder so beruhigt hat, läuft er so rum und guckt sich so jemanden an, der auf dem Boden liegt und sagt so, oh, sie sind aber beweglich. Ach nee, nein, das ist gebrochen. Und das ist so wupp. Und der bringt es so knochentrocken rüber. Es ist so unfassbar cool. Ich habe so gelacht. Fällt das Wort Lupus auch irgendwie mal? Nein, das ist ja nicht Dr. House. Ja, es ist Hugh Laurie. Wäre doch cool, wenn er dann sagt, it's not lupus. Also wie gesagt, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Wollte es jetzt nur mal schon mal anteasern. Also ich fand es sehr lustig schon mal die erste Folge. Wenn das diesen Trott hält, ist jetzt nicht so übertrieben witzig und auch nicht so, oh ja, wir sind so megamäßig innovativ oder so, sondern es einfach wirkt wie eine sehr lustige Weltraumgeschichte. Und da bin ich mal drauf gespannt. Also ja. Es ist wirklich, der Humor ist so ein Stück weit britischer Humor, ziemlich angehaucht und der aber komplett auf den Punkt. Das gefällt mir. Gibt es momentan nur im Stream dort oder läuft das irgendwie auf Atlantic oder irgendwo? Oh, gut, ich glaube, es läuft auf Sky Atlantic, bin mir nicht sicher. Ich habe mich gerade geguckt, da habe ich jetzt in den nächsten Tagen im EPG nicht gefunden. Ja. Ah ja. Gut, muss man sich mal merken, wie ist das so im Vergleich? Da gab es ja hier, was weiß ich, wie hieß das, mit den Dings hier, mit den McFarlane hier, gab es ja auch diese Weltraumserie. Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst, scheiße, wie dumm kann man sein? Versuche nicht auf den Titel zu kommen, antworte mir einfach auf meine Frage. Ich suche derweil nach dem Titel. Gott, doch, ich überlege immer noch. Das kann doch nicht sein. Orville, die Orville. Ja, die Orville. Die Orville. Ist das so von der Nee, ganz anders, weil die Orville ist ja so eine mehr in die Richtung Star Trek Hommage und Thematik ist eine ganz andere, weil die sind ja wirklich ein Raumschiff und erleben Abenteuer und das andere ist ja ein Touristenschiff, also ganz andere Richtung. Klingt ja fast wie dieser eine Film, den ich mal vorgestellt hatte, wie ist der, Aviana oder so ähnlich. Ariana, wo die ja auch abkommen, wo die eigentlich zum Mars fliegen wollen und dann irgendwie da ein paar Jahre dann irgendwie unterwegs sind. Hm. Naja. Ja, klingt spannend. Ich muss mal gucken, dass ich den irgendwo erwische. Und dann werde ich da auch mal reinschauen. So Weltraum, Sci-Fi. Ich habe, ja, wo ich das Poster, ist mir wieder eingefallen. Ich habe doch davon schon gehört. Aber dass der Avenue 5 heißt, okay. Ja. Er wird auch immer gelobt dafür, dass er das Feuer auf der Avenue 3 gelöscht hat und das alles im Griff hatte. Und er hat es ja als Captain super gemeistert. Und wie wir jetzt gerade gelernt haben, das sind alles Touristenschiffe. Und er so, ja, klar war ich da auch dabei, aber also die
die Feuerlöscher und so, die haben schon auch ihren Job gut gemacht und die Brandschutzanlage und so, die hat auch natürlich ihren Teil dazu beigetragen und die Wassersprengler, die haben sehr, sehr viel dazu beigetragen. So, was? Und so läuft es halt. Also ich guck da mal rein. Wie gesagt, auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Jo, ansonsten, weil wir ja vorhin Ballers schon hatten, der eine Darsteller, der eine von denen, der wird dann auch bei Tenet mitspielen, ne? Weißt du schon? Ja, ne? Ricky. Also schließt sich der Kreis wieder. Mhm. Ricky spielt bei Tenet mit, ja. Also wird spannend. Vielleicht sehen wir ja morgen mal den Trailer zu Tenet im Kino vor der Sneak. Mal schauen, jetzt haben sie ein bisschen Vorlauf gehabt. Ja. Und ja, dann sind wir noch schon in der Rätselecke für heute, glaube ich. Mhm. Yay. Rätselecke. So. Ich höre. Ja, lieber Erik, ich habe es ja vorher schon mal angekündigt. Jetzt muss ich ein bisschen hier mit so ein bisschen Narrator-Stimme reden. Lieber Erik, hallo. Eine Günter Jauch-Rätselstimme ausgepackt. Na, das wäre, Günter Jauch wäre etwas abgehackter. Ich möchte mit dir über Zurück in die Zukunft reden. Yay! Und zwar, es gibt ja sehr, sehr viele Fun-Facts. Über die Porno-Version da, verfickt in die Zukunft. Nein. Es, zum Beispiel, wie du ja sicherlich weißt, war Michael J. Fox die erste Wahl, aber hatte keine Zeit, weil er noch unter Vertrag stand bei einer TV-Serie, die den deutschen Titel Familienbande trägt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Ich denke, ja. Deswegen war ich Eric Stolz zuerst drin. Ach, nach verdammt, 5 Wochen ich wollte gerade Eric Stolz sagen. Ich dachte, das wäre schon die Lösung. Nein, das wäre viel zu einfach. Weil das sind alles so Sachen, die man kennt. Aber jetzt, oder zum Beispiel auch, dass hier am Anfang die Zeitmaschine eigentlich kein Auto war, sondern ein Kühlschrank. Das ist auch voll geil. Aber jetzt geht's tatsächlich. Den Artikel habe ich gelesen, ne? Was alles eigentlich anders sein sollte, der letztens im Internet kursierte. Ich hoffe, du hast da nichts raus. Was der letztens im Internet kursierte? Ja, der kursierte jetzt vor 2 Wochen oder sowas. Da hat nämlich einer, der eigentlich da mitspielen sollte, der hat gesagt, wie das erste Skript aussah. Ach so. Na mach okay. Mal gucken, vielleicht ist was. Ja, dann, vielleicht weißt du es dann, aber von dem Artikel habe ich nichts mitgekriegt. Also, keine Ahnung. Und zwar kennst du Sid Sheinberg? Nee, sag mir erstmal nichts jetzt. Sid Sheinberg, Chef der Produktionsfirma Universal Pictures. Sag dir nichts. Jetzt, wenn du sagst, der ist Chef von Universal, dann ja, dann weiß ich, dass er der Chef von Universal ist. Okay, also Sid Sheinberg, Chef der Produktionsfirma Universal Pictures, gefiel nämlich der Titel Zurück in die Zukunft nicht. Und der verfasste ein Memo, wo er aufforderte, den Film umzubenennen. Und ich möchte jetzt von dir wissen, wie der Titel war und mit welchem Trick Produzent Steven Spielberg es hinbekommen hat, dass der Film doch Zurück in die Zukunft heißt. Boah. zwei Sachen auf einmal. Ja, das eine ist ja, das eine hätte ja sein können, dass du es weißt, und das andere wäre dann interessant zu wissen, ob du es rausfindest. Aber jetzt erst mal gucken. Also. Das heißt ja im Original Back to the Future. Also muss ja irgendwie was gewesen sein, was dann nicht. Back to the Future. Weiß nicht. Soll ich jetzt willst du von mir den Titel, wie er eigentlich heißen sollte, wissen? Oder das ist jetzt schwierig. Ja, du kannst natürlich raten. Boah, wie soll ich denn jetzt raten? Da sind wir ja morgen noch hier. Ja, mit was zum Beispiel der Titel zu tun haben könnte. Hat... Hat der Film was mit einer Handlung in der Serie zu tun? Ist nicht in der Serie, in dem Film zu tun. Ja, in der Filmserie, ich habe es schon richtig verstanden. Ja. Du bist heute mit Filmen und Serien ein bisschen durcheinander, aber ich habe das jetzt schon richtig interpretiert. Tatsächlich ein Stückchen weiß, aber ungefähr nur so vielleicht 30 Sekunden maximal im ersten Teil. Hat das was mit diesem Enchantment Under the Sea zu tun oder sowas hieß das? War das vielleicht der Titel? Enchantment Under the Sea ist falsch, ne? Also dieses, wahrscheinlich damals gab es ja auch viele Filme, die irgendwas mit Prom Night oder so hatten. Also irgendwie so total. Nein, Prom Night, völlig falsche total Richtung. Total verrückte Prom Night oder so, nee. War dann überhaupt völlig irgendwas mit wahrscheinlich Zurück in die Zukunft hieß wahrscheinlich irgendwie vielleicht irgendwas mit Vergangenheit dann. Irgendwie Nein. Back to the 80s oder so. Hatte nichts. Oder
hatte in dem vorgeschlagenen neuen Titel nichts verloren. Vielleicht irgendwas mit dem Blitzeinschlag in die Uhr. Nein, nichts mit dem Blitzeinschlag. Dann hat es was mit den Terroristen zu tun? Nein, hat nichts mit Terroristen zu tun. Du sagst, das war nur eine kurze Szene. Irgendwas mit dem mit dem Buddy Holly, was er da spielt. Das war nein. Also Musik. Okay, gebe ich dir mal noch einen Tipp. Also die Szene, wo ich meine, ist, wo er seinem Vater nachts erscheint. Und da sagt er ja, mein Name ist Darth Vader. Ja, vom Planeten Vulkan. Genau. Und da findet er davor ein Comic auch. Ein Comic? Puh, das ist schon. Ja, aber nur für die Richtung. Also in diese Richtung geht es. Was findet denn da für ein Comic? Weiß ich jetzt nicht mehr. Habe ich nicht in Erinnerung. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp. Es sind drei Wörter und das letzte Wort ist ein Planet. Ist es Vulkan, weil er ja sagt. Nein, das ist nicht Vulkan. Oh. Ein Comic mit einem Planetennamen. Da ist ja irgendwas mit Superman oder sowas. Oder nee, was hatte der für ein Comic gehabt? Was war denn das für ein Comic? Okay, wir machen es für dich einfach. Das ist echt ein schweres Rätsel, weil da kann man nicht mit Ja oder Nein drauf kommen. Also das Richtig. Ja. Aber ich nenne dir jetzt den Titel, den Alternativtitel, aber dann möchte ich trotzdem von dir wissen. Ich komme aus dem Weltall, vom Planeten Vulkan, hat er doch gesagt. Was hat er da im Original gesagt? I'm coming from the space from Vulkan, oder was? Also pass auf, der vorgeschlagene Titel von Sid Sheinberg, warum auch immer, für den Film Zurück in die Zukunft, war Spaceman from Pluto. Okay. Und da soll ich jetzt irgendwie drauf kommen jetzt hier. Ja, wir kommen beim Basketball-Rätsel. Hieß der Comic auch so, oder? Ja, der Comic hieß irgendwas mit Spaceman. Ach so, aber das war kein echter Comic, war nur für einen Film gemacht, oder wie? Ja, genau. So, aber jetzt möchte ich dir wissen, mit welchem Trick hat Steven Spielberg es abwenden können, dass der Film nicht so heißt, sondern dass er Zurück in die Zukunft heißen konnte? Heißt ja Steven Spielberg. Gut, der war ja damals, der hatte ja vorher, der war ja eine Nummer. Also nach Jaws und Back to the Future war ja danach, warte mal, Spielberg hat ja nur produziert, Zemeckis hat ja gedreht. Das heißt, die Stimme von Spielberg hat ja schon ein ziemliches Gewicht gehabt. Also wenn das jetzt vor Weiße Hai gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Aber wahrscheinlich hat er sich einfach durchgesetzt, hat er gesagt, hier, wir nehmen den Titel, das ist, oder? Also, gab's da noch? Das ist zu wenig. Er hat einen Trick angewandt. Ja, ein Trick, du kannst ja in üblichen Meetings, kannst ja dann sagen, haha, netter Scherz, guter Witz, wir nehmen aber doch den anderen oder so. Oder sagst, nee, hier, komm, guter Vorschlag, ja, ist unsere Nummer 2 geworden, wir nehmen den anderen oder so. Oder ja, du hast schon okay. gehabt. Lass uns den für einen der zukünftigen Sequels aufheben. Den Titel er hat sich nämlich bei Sheinberg bedankt für diesen wundervollen Witz bezüglich der Titeländerung und der Studioboss war zu stolz, um einzugestehen, dass er es ernst gemeint hatte. Okay, naja, das ist so die... Spaceman from Pluto! Das ist so die übliche... Das ist ja so die übliche Taktik, wenn du dann in einem Meeting oder sowas. Ja, aber wie kommt man auf Spaceman from Pluto? Du, kennst du den Namen, wie Star Wars ursprünglich heißen sollte? Das war da auch ewig langer Titel hier, so mit irgendwie Space Pirates vom irgendwas. Das war doch genauso. Das, ja, aber Spaceman from Pluto, also. Das ist so ein Produzentending. Ich meine, wann kam Back to the Future raus? Das war 84 oder so, ne? 84, ja. Nee, ich glaube, es kam ein bisschen später. Ich überlege gerade, ich glaube, es kam ein bisschen später. Und da waren bestimmt gerade irgendwie viele Space und was weiß ich, Space-Filme irgendwie im Kino erfolgreich oder so. Danach richten die sich ja immer. Deswegen gibt es ja manchmal so Filme, die so ähnliche Titel haben und so. Oder ähnliche Themen haben. Naja. Ja, auf jeden Fall, also Zurück in die Zukunft, wie man sieht, ist es ja offensichtlich trotz seines Alters ein Film,
der doch noch einige Überraschungen und neue Infos zu bieten hat hier. Ja, also ja, kann man sehr empfehlen. Was ich auch letztens geschaut habe, hat zwar jetzt nichts mit Zurück in die Zukunft zu tun, den habe ich ja auch, den gucke ich ja immer mal wieder. Das erwähne ich ja hier schon gar nicht mehr. Um die Hörerinnen nicht zu langweilen. Ich habe letztens auf Sky, lief auf Sky Comedy oder irgendwas, oder nee, hier TNT Comedy, lief der erste Teil von Charlie's Angels. Und der, oh, ich muss sagen, der ist echt gut, der gefällt mir immer noch. Das gibt's nicht, ey, der gefällt mir immer noch. Ich habe erst gedacht, so, oh, der ist bestimmt schlecht gealtert. Also der, ich habe irgendwie reingeschaltet, da war schon irgendwie die erste halbe Stunde vorbei. Und dann dachte ich, na, lass mal laufen, mal gucken, wie der geht. Ich mag ja Cameron Diaz nicht, ne? Das ist für mich immer so ein Ding, wo ich sage, boah, okay, die muss ich halt ertragen in dem Film. Also da muss der restliche Film schon richtig gut sein. Und der ist einfach verdammt gut. Ey, Sam Rockwell als dieser, am Anfang so dieser Nerd, und dann wandelt er sich so zum Bösewicht. Achtung, Spoilerwarnung für die, die es noch nicht gesehen haben. Und na toll. Da schlägt sich nämlich auch wieder der Kreis, weil der Vater, George McFly, na, was spielt er da bei Charlie's Angels? Der spielt da dieses, im Deutschen nennen sie es immer gruseliges Klappergestell. Diesen Typen da mit diesem Stockschwert, der Lucy Liu immer die Haare abschneidet und dran riecht hier. Weißt du, wen ich meine? Ja. Der mit diesen langen Haaren. Und das ist nämlich George McFly, der Schauspieler. Okay. Ja. Und ich fand ihn echt wieder gut. Gerade auch die Szene, wo dann Pharaoh und Monk kommt, hier diese Musik, wo dann Sam Rockwell dazu tanzt und so. Geil. Ist schon echt gut. Und Bill Murray, herrlich. Und was sie aus diesem Franchise gemacht haben, also der zweite Teil, der war ja schon so scheiße. Und diese Neuauflage, die wir letztens in der Sneak hatten, boah. Die war jetzt nicht so scheiße, die war auch ganz okay. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich schon, aber das ist alles nicht jugendfrei. Ja. Na gut, also vielen Dank für das Rätsel. Bin ich nächstes Mal dran mit Rätsel? Ja, ja, ich glaube, du hast erraten. Ja, so. Das war fast so die Lösung vorne hingelegt. Was, wenn man nicht mit Ja oder Nein irgendwie drauf kommen kann, sich da irgendwie rantasten kann, ist echt schwer. Okay, dann gibt es jetzt Musiktipps auf die Ohren der geschätzten Hörerinnen. Und ich finde meinen Jingle nicht. Dann nehmen wir den. Ding Dong! So, wir haben eine Spotify-Playlist. Können wir den nicht einfach immer nehmen als Music-Jingle? Also. Nein, wir haben einen offiziellen, als hätte ich ihn gefunden. Wir haben eine offizielle Spotify-Playlist vom KinoCast, die findet ihr unter Spotify und dann KinoCast, Leerzeichen, Songs. Und da packen wir jede Woche da ein paar Sachen drauf, und wenn die Kate mit dabei ist, dann auch. Also die ist schon langsam gut gefüllt, die Playlist, dann habt ihr sehr abwechslungsreiche Musik, weil das so unsere verschiedenen Geschmäcker so ein bisschen widerspiegelt auch. Und was hast du heute ausgesucht, Chris? Ich habe den neuen Song von Clouseau ausgesucht, Flugmodus. Sehr witziges Video. Den habe ich noch gar nicht, das flog bei mir immer rum in der Timeline. Und ich konnte es immer nicht klicken, weil ich da gerade irgendwo war, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt hier nicht laut Musik anmachen irgendwo. Ich wollte es mal hören, das mache ich nachher gleich mal. Da werde ich mir das Video mal anschauen, weil das Video ist sehr gefeiert. Ja, das Video wird eher für dich wieder nichts sein, weil da spielt Teddy mit. Ja, das geht schon mal in dem Video. Aber die Fantas haben es auch abgefeiert, glaube ich, und Max Herre hat es verlinkt und so weiter. Also das macht gerade so ein bisschen seine Runde, das muss ich unbedingt mal gucken. Und Clouseau, der ist eine coole Socke. Kommt zwar aus Erfurt, ist aber trotzdem cool. Und das ist so Rivalität, weißt du, so die aus Ostthüringen, die sind eher so Carl Zeiss Jena Fans gewesen, weißt du, und Erfurt, das war so das KSC damals, weißt du, so ungefähr. und ich habe von The Clash, London Calling, kommt nämlich tatsächlich bei Action Point, gibt es eine längere Geschichte um das Lied herum, weil die Tochter, die will nämlich da auf das Konzert und so, und genau, und da habe ich das mal mit reingepackt. Jawohl. So, dann sind wir durch für heute. Und ich bedanke mich bei allen, die uns auf Patreon unterstützen, denn der Monat ist ja auch wieder rum. Das heißt, da müssten die Beträge bei euch dann abgebucht worden sein, diese teilweise horrenden Summen. Ja. Die wandern dann zu uns und die machen es uns dann möglich, dass wir hier den ganzen Podcast am Leben halten, die Serverkosten und so weiter. Und
ja, auch Gewinnspiele, die es demnächst dann vielleicht mal wieder geben wird. Also wir haben schon einige Materialien. Ich kriege ja immer so eine Lootbox. Oh, da sind schöne Sachen dabei. Ey. Oh ja. Echt, ey. Es sind zwei. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Taschen von Star Wars, ey. Die werde ich mit verlosen. Die sind echt cool. Und vielleicht machen wir mal was irgendwie nach der Sommerpause gleich mal, bevor wir dann das Weihnachtsgewinnspiel machen. Ja, vielleicht machen wir da mal was. Bleibt dran. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank allen Hörerinnen und vielen Dank dir, Chris, fürs Mitmachen. Sehr, sehr gerne. Grüße an die Kate. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.